Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Beyond the Souls. Wir sind in der letzten Folge genau hier stehen geblieben und wollen jetzt mal nachsehen, was draußen wieder mal passiert in einer weiteren Nacht. Es wird uns wahrscheinlich sowieso umbringen. Und ich schon wieder. Oh oh. Diesmal wurde sie nicht entdeckt. Es ist sehr düster hier. Sehr, sehr düster. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen sollen. Wir gehen einfach mal geradeaus. Oder zu den Tieren, mal gucken, ob es den Tieren gut geht. Ich meine, damit verdienen sie ja ihr Geld. Können vielleicht was mit Eiden machen? Mit Eiden sieht das übrigens noch düsterer aus, irgendwie. Irgendwie will ich ja auch nicht hier draußen rumlaufen. Muss ich ehrlich sagen. Oh. Holy shit. Das Überleben Nacht für Nacht. Weg, 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 weg hier. Ich glaube, der will uns tot sehen. Obwohl wir nichts dafür können. Alter. Wow. Da muss ich erstmal kräftig schütteln. Wohin nur? Fuck, 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 fuck. Oh. Er will dich ja. Gut, wir haben es geschafft, glaube ich. Oh. Hoffentlich finden wir noch heraus, was es sich damit auf sich hat. Sprecher vorhin. Jody! Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer! Du könntest tot sein! Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Jezo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Das wollte ich auch gerade sagen.
Er ist immer noch ein bisschen scheu. Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Noch wirft uns nicht ab. Genau geht's jetzt hier vorwärts? Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Dann los! Ja! Baby und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sorry, das musste ich jetzt mal bringen. Also bis hierhin ist Beyond the Souls wirklich ein sehr schönes Spiel. Wenn es euch auch gefällt, könnt ihr mal einen Kommentar da lassen. Und sagen, mir zum Beispiel sagen, was genau euch so an diesem Spiel fasziniert. Hoppa hoppa Reiter. Naja, sowas. Die Source ist ja alles noch in Ordnung. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Yeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber Yeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Erscheint der Spuk jede Nacht? Er kommt mehrere Nächte und dann für Monate nicht mehr. Aber es ist niemals ganz vorbei. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jodie? Ich... Ich muss dir was beichten. Ich... Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ah, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Ah, da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Also ich finde, dass wir ihm halt auch die Wahrheit schuldig sind. Und ich hätte nicht gedacht gehabt, dass diese Geister uns beschützen wollen. Es sah eher danach aus, als würden sie uns töten wollen. Jedenfalls sah es anfangs sogar danach aus. So, dann wollen wir mal dorthin.
Da hat sich wohl was verfangen. Und die Frage ist ja immer noch, was will Jezu von uns? Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Und wieso will er Blut sehen? Ich haben die ja irgendwas angestellt. Ich meine, das wäre denkbar. Wobei ich es ihnen nicht zumuten würde, dass sie irgendwas Böses wollen. Nanu, gucken wir mal nach. Was sollen wir jetzt hier drinnen machen? Scheint nichts mehr. Okay. Ich wieder mich verdrückt. Was hat er hingeschrieben? Crown. Heißt es nicht Krone? Wollen wir mal dahin reiten? Will uns irgendwas damit sagen. Und die Frage ist ja, wer das Dorf niedergebrannt hat. Ich würde ja auch tippen auf Jezu. Frage ich mich allerdings auch, wieso sind wir hier? Fragen über Fragen. Kannst du was sehen, Aiden? Massakrierte die Soldaten im Fort. War das etwa Jezu? Das ist eine gute Frage. Es häufen sich immer mehr Fragen. Da funkelt noch was. Das will doch entdeckt werden.
Ich denke nicht. Ich muss ihn finden. Ich denke aber nicht, dass es Jetsu war, sondern genau die dunklen Geister oder Monster, wie sie Jodie genannt hatte, die auch uns verfolgen oder verfolgt hatten, haben. Der geteilte Baum. Ist hier vorne vielleicht? Reiten wir mal weiter. Moment. Die Kamera. Ah, da vorne. Da sehe ich ja schon den Baum. Die Teufelsfolk. Der Platz aus meiner Vision. Sollen wir jetzt hier irgendwas finden? Platz aus ihrer Vision. Es ist nichts hier. Was soll ich entdecken? Vielleicht unterirdisch irgendwas? Kannst ah, hier. Du was sehen, Aiden? Schädel und ein paar altes Mark. Ja, was? Was ist ein Talisman? Geister. Sie trugen diese rituellen Masken. Die Frage ist ja, ob Jodie damit nicht irgendwas was falsch macht. Der hat keinen Talisman. Jetzt verstehe ich's. Der fünfte Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Ich weiß, glaube ich, sogar schon, wo der fünfte Talisman ist. Das ging alles viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman vorzeigen. Vielleicht weiß er was. Ich glaube, sie haben den Jetsu beschworen. Oder ich glaube, oder ich denke mal, dass er die Talismaner wieder haben will. Den Talisman.
da jetzt schon der Sturm auftaucht und ja meistens im Sturm kommt, allerdings ergibt das keinen Sinn, dadurch, dass es noch nicht Nacht ist. Und wie das weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge von Beyond Two Souls.